Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung im Beschaffungsmanagement wissen wir, worauf es ankommt. Bei der SMS steht der Kunde im Vordergrund. Wir wollen Abläufe rund um das Thema Warenbeschaffung erleichtern und bieten das komplette Paket. Wir unterstützen bei der Planung und liefern die Waren termingerecht. Ob die Ausleuchtung eines Schaufensters oder ganze Burgen wie in Solingen, wir von der SMS beraten Sie gerne bei Ihrem Vorhaben. SMS, für Elektro sind wir da. Disziplin, Einstellung und Zusammenhalt müssen stimmen. Das verlangte HGR-Coach Mike Novakovic von seinem Team vor dem Spiel gegen den TV Forst. Und was seine Jungs am Samstagabend in der Halle Neuenkamp zeigten, war all das. All das und noch viel mehr. Es war purer Spaß am Handball, der alle Anwesenden in der Halle begeisterte. Die Gäste konnten lediglich bis zum 12:12 mithalten. Danach drehte die HGR auf, führte zur Pause mit 18:14 und deklassierte den Aufsteiger schließlich mit 38:24. Garant dafür war zum einen Torhüter Carsten Mundhenk, der mit seiner Leistung für die nötige Sicherheit sorgte, und auf der anderen Seite eine geschlossen starke Remscheider Mannschaft, die ein ums andere Mal die Bälle in der Abwehr eroberte und die Gäste mit zahlreichen Tempogegenstößen regelrecht aus der Halle schoss. Selbst die rote Karte von Fabian Zarneko in der 36. Minute brachte die HGR nicht mehr aus dem Konzept. Und so können die Remscheider am kommenden Wochenende hoch erhobenen Hauptes zum Spitzenreiter SG Ratingen fahren. Dem Team, das die Mannen von Mike Novakovic bereits in der Hinrunde geschlagen haben. Bei der momentanen Form der HGR werden die Ratinger zittern. Zu Recht, zu Recht.